Moin Freunde und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, Episode, was auch immer, von Zweitakt News hier auf dem Kanal bei eurem Zweitakt Berliner. Einen wunderschönen guten Tag. So Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin hier in der Garage unterwegs. Es ist wieder dunkel wie immer. Ich versuche mal hier, warte mal, ist das hier? Ich habe das Gefühl, hier wird es immer schlimmer, ne? Hier könnte es vielleicht ein bisschen gehen. Aber irgendwie, also hier ist noch komischerweise mit am besten. Wenn ich jetzt hier so stehe, könnt ihr mich, glaube ich, am besten sehen, was zumindest auf dem Bildschirm der Kamera ist. Ich habe jetzt hier irgendeine automatische Helligkeitsfunktionsgedöns aktiviert. Ich glaube, das wird auch nicht viel bringen. Also pass auf, willkommen zu einer neuen Folge, so rum, Entschuldigung, Zweitakt-News, genau. Gibt ein bisschen was zu erzählen, was ich euch jetzt mal erstmal wieder auf den Stand der Dinge bringen muss, bevor wir mit unserem Video-Gedöns weitermachen können. Guck mal, ich habe übrigens hier das Regal ausgeräumt und habe da ein bisschen Holz angefangen drin zu bunkern. Zum Verheizen. Da hinten liegt auch noch ein bisschen Holz, muss ich noch klein kloppen. Ja, das ist aber nicht das, was ich euch jetzt sagen wollte. Also Freunde, passt auf. Was hätten wir jetzt als erstes? Und zwar, ich denke mal, kommen wir gleich zum Knackpunkt hier. Ich denke mal, viele wundern sich in letzter Zeit, warum die Videos so scheiße aussehen. Also ich habe es in den Kommentaren jetzt öfters gelesen, warum die Videos so einen Schleier haben, warum das ist, warum jenes ist, warum das so dunkel ist und mach das doch mal anders und mach das doch mal besser und kannst du das nicht mehr und bliblablub. So, Freunde, jetzt haben wir das Problem hier, dass diese Garage äußerst dunkel ist. Ne? Wir haben hier nur ein paar Lampen drin. Na, guck mal hier, viel ist hier nicht und hier sind nur zwei Lampen. Für diesen ganzen großen Raum. Ich meine, wenn wir jetzt hier komischerweise so durch die Kamera gucken, dann geht es eigentlich. Ich verstehe, also wenn ich jetzt durchgucke auf das Display, aber wenn ich jetzt ein Video schneide, sieht es immer äußerst komisch aus und ich verstehe nicht, warum. Also irgendwie kommt diese GoPro mit diesem Lichtverhältnis hier nicht zurecht und das fuckt übelst ab. Und jetzt halt auch zu dem Punkt, warum diese Videos einen Schleier haben. Alter, ich hält das so dermaßen auf, dass ihr überhaupt irgendwas sehen könnt. Also die Hälfte der Videos, die jetzt in letzter Zeit kamen, hättet ihr sonst gar nichts gesehen. Und das ergibt halt diesen weißen Schleier, weil das ist mit dem Schnittprogramm das Maximum, was ich da rausholen konnte, damit man noch was erkennen kann und überhaupt was erkennen, also und sehen könnt im Video vor allem. Ja, das müssen wir irgendwie ändern. Ich weiß noch nicht ganz wie, also ich weiß schon wie. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, ich habe überlegt, ich hatte eigentlich mal zwei so eine fetten Strahler gehabt, ich weiß aber nicht, wo die sind, dass wir zwei so eine Strahler hier in die Ecken da oben hängen, dass wir diesen Raum hier besser damit ausleuchten. Oder wir müssen Elektrik-Kabelklaus spielen. Und müssen, ich bin in den Blinker von der S51 gelatscht, und müssen hier irgendwie das, was mein Vermieter hier begonnen hat, ne, diese Konstruktion hier an der Decke, dass wir die erweitern. Dass wir jetzt hier noch eine Lampe zum Beispiel zwischensetzen, also ein Verbraucher, ja, und quasi hier mehr Lampen machen. Achso, hier geht's zu den Steckdosen. Jetzt ist halt nur die Frage, ich habe so einen Quatsch noch nie gemacht und ich will ja auch nicht, dass wir hier im Brand enden. Ja, und das muss ja auch nicht sein. Ach guck mal, da ist auch eine Steckdose, sehe ich jetzt erst. Also wird es wahrscheinlich, also entweder es kann jemand, der mir da helfen kann, muss ich mal gucken, dass wir das dann einfach, dass wir hier am besten, jetzt haben wir hier zwei Leuchten, am liebsten wären hier nochmal zwei Leuchten und neben dem Kabel irgendwie nochmal zwei Leuchten, dass du wirklich hier maximale Helligkeit hast. Und ich schätze mal, das sollte dann das Problem auch großteils lösen und hier vorne müsste man es eigentlich genauso machen. Also hier müssen auch mal wenigstens zwei Lampen oder drei Lampen auch noch mal hin, dass das mehr ausgeleuchtet wird. Oder ich muss mir halt so eine Studiobeleuchtung zulegen. Das kann man auf Amazon tatsächlich kaufen, kostet aber auch, glaube ich, wieder ein Huni oder so ein Set mit zwei so Dingern. Dass wir das damit halt irgendwie aufhellen. Wie gesagt, ich hatte eigentlich so eine zwei großen fetten Strahler, ich weiß aber nicht, wo die hin sind. Ich weiß nicht, ob ich die mal verborgt habe oder was mit denen passiert ist. Die sind irgendwie aktuell nicht da. Keine Ahnung, muss ich mal nochmal in mich gehen, was ich mit den Dingern angestellt habe. Naja, gut, ich versuche an einer Lösung zu arbeiten. Solange müssen wir jetzt irgendwie zusehen, dass wir mit dieser Beleuchtung hier irgendwie klarkommen. Ich weiß, das ist doof, aber ich meine, man kann ja noch irgendwie was erkennen. Das ist ja jetzt gar nichts zu sehen, das ist in den Videos. Aber ja, ihr habt recht, da muss ich was tun. Das können wir so nicht ewig weitermachen. Wenn da doch jemand noch eine andere Idee, was man machen kann, dann immer gerne raus damit. Zum Beispiel könnten wir diese Tür hier noch öffnen, wenn hier die Nachbarn aktuell nicht sind. Nee, sind sie nicht. Und es ist auch schon mal wieder noch mal ein bisschen heller. Siehst du schon, sehe ich auch wieder anders aus. Können wir auch machen. Aber das hilft halt auch nur bedingt. Gut, dann haben wir das mit diesem Videoproblem jetzt erstmal, was ich da aktuell habe und was euch aufgefallen ist, haben wir das mal kurz besprochen. Ansonsten, was gibt es noch Neues? Achso, genau, es gibt eine Planänderung wieder. Von der wollte ich euch noch erzählen. Und zwar, ihr wisst ja noch, dass ich ja von dem Charlie Boy ein paar Euro bekomme. Ne, für den Verkauf von dem 311er, von der Karosserie. Und
Es war ja geplant, davon eine 250er TS zu kaufen, ne? Eine MZ TS, 250 Kubikzentimeter. Ich habe es jetzt schweren Herzens tatsächlich über den Haufen wieder geworfen, diese Idee, weil es einfach Schwachsinn ist tatsächlich. Also mein Gehirn sagt, das ist Schwachsinn. Also eine Region vom Gehirn sagt, das ist Schwachsinn, die andere Region sagt, nee, musst du kaufen. und ja, keine Ahnung. Aber ich denke mal, in dem Fall muss man die Vernunft siegen. Und wir sollten dieses Geld von dem Charlie lieber benutzen und es in unsere ganzen Kisten stecken. Ne? In Hannelore, in die Schwalbe und in Gerd. Ja, und ja, das werden wir jetzt auch tun, damit wir mit diesen ganzen Projekten mal vorankommen, weil es nervt ja alles übelst ab. Wir haben hier den übelsten Stau an Reparaturen, die dringend gemacht werden müssen, damit man mit den Autos wieder fahren kann, ein paar Upgrades. Wir können sie gerne noch mal ganz kurz durchgehen. Was jetzt zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, ist bei Hannelore, wir brauchen ganz, ganz dringend neue Reifen, weil die fahren sich so ekelhaft nur noch, das macht gar keinen Spaß mehr. Und Hannelore muss endlich mal eine EBZ-A-Zündung bekommen. Das geht mir nämlich auch auf den Senkel mit dieser Unterbrechergeschichte. Das will ich auch nicht mehr haben. Das sind so die Sachen, die ich jetzt an dem Wartburg demnächst machen. Dann muss halt die Schwalbe hier auseinandergerissen werden, da muss neuer Kabelbaum rein, der Motor muss neu. Keine Ahnung, da müssen auch neue Reifen rauf, weil ständig Luft verlieren, das geht mir auch auf den Senkel. Da brauchen wir auch allerhand Budget, glaubt mir das. Dann muss da eine Warpezündung noch rein, damit wir mit der auch vielleicht mal nächstes Jahr mal wieder auf eine Piste gehen können, weil zum Rumstehen ist die mir eigentlich auch zu schade. Neue Stoßdämpfer braucht die noch, apropos Stoßdämpfer, Hannelore braucht auch noch neue Stoßdämpfer, fällt mir dabei gerade ein. Ja, das muss auch mal in Angriff genommen werden. So, dann haben wir hier unser Sorgenkind hier hinten. Da, ihr könnt ihn so ein bisschen sehen zwischen den Mopeds, den guten alten Gerd. Unseren Trabant oder mein Trabant 601 Universal. Da ist er, der Kleine. So, der hat ja jetzt neue Reifen gekriegt. Ja, dann bin ich ja ganz aufgeregt zum TÜV gefahren und da haben wir ja festgestellt, die Bremse ist für den Eimer. Jetzt hat euer guter Freund, der Zweitakt-Berliner, irgendwo, im Nirgendwo, Schiete, wo ist denn das jetzt hin? Moment. Wir müssen mal gemeinsam auf die Suche gehen. Ich habe schon vergessen, wo ich es hingeschmissen habe. Hier, da jetzt wird es wieder dunkel. Super. Warte mal. Kann ich das mit einer Hand hier raus? Nee. Ja, Kurva. Naja, das war wohl nix. Warte mal ganz kurz. So, da sind wir wieder auf Sendung. Jetzt ist es ein bisschen heller, nicht viel heller, aber ein bisschen. So, jetzt habe ich mich, der Marius war hier und wir haben uns gemeinsam die Bremse von Gerd mal angeguckt. Hinten auf der Hinterachse und haben festgestellt, so dolle ist es nicht mehr. Man hätte jetzt die Wahl gehabt zwischen, wir versuchen die alte Bremse nochmal irgendwie in Gang zu bringen oder wir machen jetzt einfach mal einen Radikalschlag und machen das jetzt wirklich komplett neu. Und das ist dann diese Kiste. Wir haben uns für neu entschieden oder ich habe mich für neu entschieden. Haben jetzt hier tatsächlich, ich nenne es mal Erstausrüsterqualität. Ich habe mich da jetzt nicht lumpen lassen. Wir haben jetzt hier den teuersten Scheiß bestellt, den es auf Trabantwelt zu kaufen gibt. Ja, einmal in Trommelversion, zweimal die... Hier ist eine fette Spinne. Zweimal fette Trommeln, neu für Gerdorino für die Hinterachse, denn haben wir einmal hier, und mir sind ja sehr viele dabei kaputt gegangen, die neuen Radkappen hier wieder, für die Schräubchen dann oder für die Muttern, dass wir die wieder neu haben, da waren ja einige nicht mehr ganz so fresh, dann haben wir hier ne, zwei neue Bremszylinder, auch Premium-Qualität natürlich. Haben hier einmal die neuen Sicherungsbleche, die brauchst du auf jeden Fall auch, macht Sinn. Da haben wir drei Stück, vorsichtshalber eins mehr bestellt, falls eins irgendwie kaputt geht oder so, dass wir dann nochmal eins haben. Hier die guten Nachsteller, auch alles, wie gesagt, Erstausrüsterqualität, zumindest so steht es, wollte ich jetzt nicht bei Trabantwelt, aber da steht Premium drin. Die Federn hier auch neu. So, das haben wir natürlich für beide Seiten bestellt, logischerweise, also zweimal. Zack, zack, zack. Nochmal Nachsteller. Bam. Und natürlich, last but not least, Premium Bremsbacken ATE für Trabant 601. Die sind natürlich jetzt hier äußerst blöd verklebt. Ich würde euch die gerne auch mal zeigen. Warte mal. Haben wir hier irgendwas, womit wir das mal schnell öffnen können, hier die Kiste? Schraubendreher. Oder auch nicht. Das am besten hier. So. Hey. Na los. Warte mal, muss mit meiner Hüfte mich gegenlehnen. Ups, das war Schraubendreher in Hüfte. So, ich glaube, jetzt haben wir es ein bisschen auf. Oder auch nicht. Schon her. So. Und da haben wir einmal fette neue Bremsbacken. Auch für unseren Gerdorino. Und das werden wir jetzt tatsächlich in einem der nächsten Videos, werden wir das jetzt machen mit Marius zusammen, der hilft uns da. Kriegt der Gerd einmal eine neue Hinterradbremse, weil
So kann es ja leider nicht weitergehen auf Dauer. Plan ist, ich muss mal gucken, wie das funktioniert, wie ich mich dabei anstelle. Plan ist eigentlich, dass der Marius eine Seite macht. Ne? Hier waren wir an der Seite, waren wir schon mal dran, ne, gucken, dass er eine Seite macht und wenn es gut läuft, ich auch eine Seite mache. Das dann wahrscheinlich, wenn es gut läuft, zwei Videos vielleicht werden. Und ich bin mal gespannt, ob ich das auch hinkriege. Natürlich unter seiner Aufsicht, ich mache es nicht alleine, weil ich möchte ja dann auch schon noch mit dem Auto fahren danach. Ne, und nicht da irgendwie im Baum enden oder so. Da muss man ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe das vorsichtig sein. Ich habe das noch nie gemacht. Und es soll ja auch ordentlich werden. Ja, also da könnt ihr euch freuen. Das wird bestimmt lustig werden. Wenn euer Zweitakt-Berliner da wieder sein Wissen unter Beweis stellt. Oder sein Können unter Beweis stellt. So rum. Ja, so, und jetzt ist es wieder dunkel. Jetzt gehen wir hier vorne hin. Hier ist die Beleuchtung besser. Übrigens noch mal ganz kurz zum Thema Beleuchtung, was mir gerade noch dazu einfällt. Selbst mein iPhone 14 mit der Mini, mit dieser kleinen Mini-Frontkamera, also die Frontkamera ist, keine Ahnung, von dieser GoPro hier, keine Ahnung, ein Drittel so groß oder noch kleiner, macht bessere Aufnahmen. Guckt euch den Stream an, wo wir die Wand hier rausgerissen haben. Das habe ich ja mit dem iPhone gemacht. Also, top Bild. Und dieses Ding hier für 400 Euro kriegt es nicht geschissen. Ich meine, es ist ja hier hell drin, du siehst ja eigentlich alles. Ich finde es jetzt eigentlich auch gar nicht so dunkel hier drin. Aber dieses dumme Ding kriegt es hier nicht geschissen, hier euch ein ordentliches Bild zu liefern. Ich bin echt enttäuscht. Also ich weiß nicht, ob die nächste Kamera nochmal eine GoPro wird oder ob wir da was anderes uns besorgen. Aber ich muss generell mal darüber nachdenken, ob wir uns nächstes Jahr sowieso mal eine neue Kamera holen. Weil die GoPro ist jetzt auch, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre alt. Also die hat jetzt auch schon einiges durch. Die kann auch mal ausgetauscht werden langsam. Ja, also wie gesagt, Bremse. Wenn Bremse fertig, dann muss ich noch mal gucken wegen Nierenspiegel, denn wir haben es auch schon Leute in die Kommentare geschrieben, mit einem Nierenspiegel nichts TÜV. Also entweder muss ich die Plastedinger wieder für den TÜV anbauen, die liegen hinten im Kofferraum drin, oder ich guck mal eventuell, das wäre nämlich der nächste Video-Content dann für euch, ich weiß aber noch nicht, ob das was wird, kann ich euch noch nicht versprechen, möchte ich mit Marius noch auf den Teilemarkt fahren am Sonntag und ja, vielleicht finde ich dann nochmal einen Nierenspiegel für Gerd, das wäre es jetzt, oder zumindest einen, würde ja auch schon reichen für die Beifahrerseite. Ihr seht es nicht. Ne, wo ist mein Arm? Da, bei Fahrerseite. Oder ich muss mal gucken im Internet. Da gibt es ja auch ein paar. Da kosten die halt über 200 Euro, wenn es scheiße läuft. Aber das sieht halt schon geil aus mit dem Nierenspiegel. Ne? Also entweder verkaufe ich den hier wieder, der jetzt dran ist, für einen Fuffi, dann weg damit. Und dann kaufe ich halt so ein paar. Und muss halt nochmal 100 oder 150 Euro halt nochmal draufpacken. Aber dann haben wir da wenigstens 2 Nierenspiegel. Ja. So viel dazu. Und dann hoffen wir mal, dass Gerd TÜV bekommt. Also wenn wir das jetzt dann gemacht haben hinten, ich wüsste nicht, woran es noch scheitert. Doch, wüsste ich, fällt mir gerade ein. Denn unser Gerd macht doch schon wieder Mucken, siehst du? Ich wollte nämlich letztens rausfahren und was ist gewesen? Der Kumpel läuft schon wieder nur auf einen Zylinder. Ja? Übrigens, die Kabel von Thomas funktionieren super, der springt richtig geil an. Aber der läuft schon wieder nur auf einem Zylinder. Für die Oldschooler hier, die kennen das Problem jetzt schon seit fast 2 Jahren, dass wir das haben. Und die wissen auch noch, dass ich im März das Ding ja irgendwie da aus der Garage ausgebuddelt habe und auch durchstarten wollte. Und da lief er auch nur auf einen Zylinder. Dann haben wir da Zündkerzen gewechselt, haben die sauber gemacht und weiß ich, was wir da alles gemacht haben. Und jetzt liegt er mit dieser neuen Zündkerze, keine Ahnung, nicht mal 100 Kilometer, jetzt ist es schon wieder. Du kannst mir schon wieder sagen, dass die Zündkerze kaputt ist. Also kann es eigentlich in meinen Augen fast nur eine, na gut, es können 2 Sachen sein. Also Marius meinte, oder auch, war mir auch schon selber so ein bisschen im Kopf, man könnte jetzt die Zündspulen mal tauschen, um zu gucken, ob der Fehler mitwandert, weil der ja immer auf dem rechten Zylinder, ich glaube, das ist Zylinder 1, korrigiert mich, bin mir unsicher, aber auf dem rechten Zylinder hat der dann immer keinen Zündfunken mehr. Also entweder ist die Zündspule im Arsch, was ich eher vermute, oder an der Zündung ist irgendwas. An der EBZA, dass da irgendwas vielleicht nicht mehr in Ordnung ist, kann vielleicht auch sein, keine Ahnung. Fakt auf jeden Fall ist, da ich gerade auch eine fette Rückzahlung vom Finanzamt bekommen habe, habe ich mir überlegt, werden wir einfach mal bei Gerd, einfach mal, es gibt, glaube ich, war das auch auf Trabantfeld oder irgendwo anders, habe ich so ein Set gesehen mit 2 Zündspulen, 2 Zündkabel, 2 Zündkerzenstecker und 2 Zündkerzen. Dass wir das einmal komplett neu machen. Wenn es noch von 89 das erste ist, dann darf das auch mal kaputt gehen, gar keine Frage. Aber vielleicht machen wir es einfach mal neu und gucken mal, ob er dann damit besser läuft. Kann natürlich auch sein, dass er da auch in der Garage von meinen Eltern gelitten hat und das irgendwo alles oxidiert ist oder einfach jetzt auch die Zündspule nach über 30 Jahren gesagt hat, wieder schauen und reingehauen. Ich mache jetzt Urlaub, ich gehe in Rente. Das darf die natürlich dann auch, aber dann sollten wir das vielleicht wenigstens mal probieren. Und wenn es immer noch ist, dann müssen wir an die EBZA ran. Da muss da eine neue her oder so ein neuer Steuerkasten da wenigstens.
Weil das kannst du auf Dauer auch nicht bringen. Das macht auch keinen Spaß, damit so zu fahren. Ansonsten, Gerd, eigentlich super Auto mal gewesen. Ne? Also, aber gut, diese Kinderkrankheit hat er tatsächlich von Tag 1 an gehabt. Aber es wurde jetzt immer schlimmer. Naja, müssen wir mal gucken, müssen wir ran. Nützt alles nichts. Aber erstmal muss der TÜV kriegen. Für den TÜV fuschen wir das nochmal. Und dann müssen wir das danach mal in Angriff nehmen. Das ist wichtig, wichtig und richtig. Gut, dann haben wir das, wir haben die MZ, wir haben gesagt, dass wir die MZ opfern und dafür die ganzen Fahrzeuge fertig machen, genau, dann haben wir nämlich schön Budget dafür. Aber, fällt mir gerade ein, eine Sache gibt es noch. Der schlaue Mitbürger hat da jetzt festgestellt, dass der Winter naht. Ne? Und wir haben ja hier schon ein bisschen Holz gesehen, übrigens das ganze Holz hier, dieses Fach da oben war auch noch voll. Also diese drei Schubladen hier, und es ist nicht gerade wenig, war alles hier drin im Kofferraum. Das hat die gute Hannelore transportiert. Ohne Probleme übrigens. Also ich konnte immer noch meinen Kopf, hier zwischenstecken. Im Radkasten hat die gar nicht. Ich glaube, ich habe Touriststoß oder Federn hinten drin. Also das hat die auch einfach. Also ich weiß nicht, ich schätze, das werden da bestimmt 250 Kilo gewesen sein. Hat die gar nicht gejuckt. Hat die nicht interessiert. Ja, das hat nämlich auch der Zweitakt Berliner nämlich hier schon was Schönes. Hier, schön Billo Ballo. Ein Schnäppchen geschossen. Ich erwarte von dem Ding jetzt nicht gerade viel. Hier ist auch Kettenöl, bevor wir einer rumflennt. Also passt auf. Worauf möchte ich hinaus? Also der Winter kommt. Wir brauchen Holz. Ich kann jetzt nicht jedes Mal mit so ein bisschen Holz hier im Kofferraum rumfahren, um meinen Kamin damit quasi zu. Ich habe ja einen Kamin, ne, für den Winter. Den würde ich auch gerne nutzen wollen. Denn. Du kannst ja stellenweise so ein Holz auch mal günstig irgendwo schießen und besorgen oder auch umsonst, ne? Und hast dafür dann halt einen warmen Arsch. Musst es halt nur irgendwo abholen. Und jetzt, wie gesagt, mit einer so einer Kofferraumladung ist das natürlich immer blöd. Also, was werden wir jetzt demnächst uns anschaffen? Einen HP 400. Wenn ich weiß, was es ist, ist ein DDR-Anhänger. Was ich jetzt so mitbekommen habe, gibt es die Dinger einmal aus Blech, also mit so einem Blechkasten. Also du hast unten das Fahrgestell, sag ich mal, mit den Reifen dran und den ganzen Kladderadatsch. Und dann hast du oben so eine, gibt es ihn einmal mit einer Blechwanne und einmal gibt es ihn mit so einem Holzaufbau, habe ich gesehen. Schreibt mir mal in die Kommentare, warum. Ist der mit dem Holzaufbau irgendwie die erste Version davon oder warum gibt es diese beiden Varianten oder ist das Blech? Wobei ich habe schon viele mit so einem Blechaufbau gesehen. Ich für meinen Teil jedenfalls würde mich für einen so einen Anhänger mit so einem Holzaufbau interessieren, denn wenn da mal irgendwas kaputt ist, dann kannst du das viel einfacher austauschen. Wenn da mal so ein Holzbrett morsch ist oder irgendwas, dann kannst du das austauschen, lackierst es neu oder ölen, was auch immer und fertig ist und Abfahrt mit dem Hänger. So, und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, eBay Kleinanzeigen, da habe ich schon einen gefunden, der steht hier in der Nähe. Ich glaube in Zossen oder in Zeuthen, bin mir gerade unsicher, irgendwo stand der hier. Ich glaube 250 Euro wollte der haben mit frisch TÜV. Das klingt ja erstmal in meiner Welt gar nicht mal so schlimm. Hannelore darf glaube ich 500 Kilo ranhängen, also eigentlich könnten wir einen HP 500 holen, aber ich will jetzt nicht übertreiben und um hier ein bisschen Holz, sagen wir mal einen Raummeter Holz zu holen oder so. Dafür sollte das Ding reichen. Wenn das Holz gut getrocknet ist, kriegst du das eigentlich schon fast weg mit einer Ladung, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, damit das hier irgendwie Sinn macht, den Rest gut, kannst du auch noch was in den Kofferraum schmeißen, fällt mir gerade ein. Ja, aber wie gesagt, damit sich das Holz holen halt lohnt, würde ich mir so einen Anhänger jetzt demnächst zulegen. Der von eBay ist ein bisschen, den müssten wir uns vielleicht auch nochmal angucken. Der sieht optisch jetzt nicht ganz so hundertprozentig aus, tut aber, denke ich mal, seinen Zweck. Den können wir ja hier auch prima dann hochkant, wo das ganze Müll hier kommt, noch weg. Dann können wir den hier prima hochkant hier vorne hinstellen und fertig ist es. Fertig ist die Laube und nimmt da hier auch keinen Platz weg. Und was wollte ich jetzt sagen? Hab's vergessen. Man kennt ihn. So, also wie gesagt, Fakt auf jeden Fall ist, ich muss jetzt auch Holz holen langsam. Ne? Das geht, ich hätte eigentlich schon viel früher Holz holen müssen. Ja, aber umso näher der Winter kommt, umso mehr wird einem das erst bewusst, wenn du vorher nur aus dem Neubau eine Zentralheizung gewohnt bist, ne, wo du einfach nur das Thermostat aufdrehst und los geht's, machst du dir über sowas halt natürlich erstmal keine großartigen Gedanken. Jetzt wird's kalt, hat man den Kamin schon zwei, dreimal benutzt und dann sieht man aber auch mal ganz schnell, wie das Holz immer weniger wird und dann denkt man sich, oh, Elbengrütze, ich muss was tun. Ja, und das möchte ich halt mit diesem HP 400 machen. Variante 2 ist, wo wir so ein Ding herbekommen können, ist mit vom Marius. Der hat nämlich so ein Ding, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß noch nicht, was er sich preislich vorstellt. Ich weiß aber noch nicht, ob er den abgibt. Den können wir auch an Gerd dran klatschen, fällt mir gerade ein. Ja, da müssen wir mal gucken. Das hängt alles irgendwie davon morgen ab. Der guckt sich morgen irgendwas an, was er sich neues, schönes kaufen möchte.
Und wenn er das kauft und das alles klappt, dann muss der Hänger wohl irgendwie so weg, habe ich verstanden, weil dann ist nicht genug Platz mehr. Und dann könnte ich den haben. Wenn es mit dem Kauf morgen nicht klappt, dann behält er den Hänger wahrscheinlich. Er wird aber mit dem Hänger mal vorbeikommen. Er bringt den trotzdem morgen mit, wenn wir die Aktion mit Gerd machen, mit den Bremsen. Er bringt den Hänger trotzdem mit. Da können wir vielleicht mal ein kurzes Video zu machen, würde ich so sehr lustig finden, um einfach mal zu gucken. Meine Hannelore hat ja die Anhängerkupplung, aber ich habe noch nie irgendwas an dieser Anhängerdose hier dran gehabt. Ob das hier, ihr seht wieder nichts, ob diese Anhängerdose überhaupt funktioniert, die hier dran ist, ob da überhaupt ein Signal am Anhänger hinten ankommt, weil nützt mir nicht, jetzt einen Hänger ganz aufgeregt zu kaufen und dann ist diese Dose da, diese Steckdose da oder Anhängerdose, wie auch immer man das nennt, dann passiert da nachher gar nichts mit und ja, ich kann mit dem Hänger nicht blinken und nichts und das ist ja selber für die Rennleitung immer äußerst ungünstig. Von daher werden wir hier mal gucken an unserer guten alten Hannelore Wartburg 353, ob das da überhaupt erstmal funktioniert. Und wenn es der Fall ist, hoffe ich, dass ich mir mit Marius entweder einig werde, weil das weiß er dann morgen schon, ob er den abgibt oder nicht, wenn er herkommt. Oder halt, wie gesagt, ich fahre am Sonntag los und hole mir das Ding da aus. Wie gesagt, Zossen oder Zeug, wo auch immer der da jetzt stand. Und dann holen wir uns den. Und dann geht's los. Dann gibt's Fahrvideo, wie wir Holz holen. Ich habe da nämlich schon was gefunden. Das will ich gerne haben. Ich muss mich aber beeilen, dann jetzt das weg ist. Also muss jetzt bald ziemlich schnell eine Lösung her. Gut, Freunde der Sonne, das war's, glaube ich, auch schon wieder. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ne? Reifen haben wir gesagt, hier, was wir so machen wollen in nächster Zeit. Die Schwalbe soll so ein bisschen Winterprojekt werden, habe ich mir überlegt. Dass wir wieder mal anfangen, auseinanderzubauen demnächst. Aber erst muss Gerd durch sein. Also wir müssen so lange an Gerd rumtüdeln, bis der wieder fährt, dass wir mit dem nächstes Jahr durchstarten können. Vielleicht fahre ich auch erst nächstes Jahr zum TÜV. Ich weiß es auch noch nicht so ganz, aber eigentlich hätte ich jetzt schon Bock, dass nochmal, bevor der erste Schnee kommt oder so, nochmal vielleicht 1, 2, 3 Runden zu fahren. Es macht schon Laune, mit dem zu fahren. Es macht unglaublich Laune und er steht hier einfach nur dumm rum jetzt seit über einem Jahr und das können wir ihm nicht mehr antun. Das geht einfach nicht. Gut, jetzt habt ihr wirklich erstmal einen Überblick. Achso, mein Schrottiger 311er, ups, mein Schrottiger 311er Motor verlässt mich hier noch. Der steht hier unten. Da habe ich noch einen Abnehmer für. Dann ist der hier auch endlich weg. Da kriege ich noch einen Huni für. Und das olle Getriebe vom 311er, das zerfledderte, was da unten drunter liegt, da hinter dem Karton, das kommt auch weg, das nimmt ja auch gleich mit, auch für einen Huni. Ja, ob das jetzt ein guter Preis ist oder nicht, sei jetzt dahingestellt, ist egal, weg. Ich will das weghaben. Die Scheiße hier muss auch noch weg, aber das will Charlie abholen. Das ist ja noch seins. Die Anhängerkupplung vom 311er wollte ich noch bei eBay reinstellen. Da siehst du, da gibt es mir auch noch mal um die 100 Euro für. Das muss auch noch weg. Finanziert uns auch bestimmt wieder irgendwas. Ja, finanziert uns schon fast die Nierenspiegel für Gerd. Ich muss da jetzt echt mal aus dem Puschen kommen, dass man hier mal aus dem Quark kommt. Gut. Und dann müssen wir uns mit der Beleuchtung noch was einfallen lassen. Aber das Thema hatten wir schon. Wie gesagt, solange müsst ihr doch mit dem Aufhellen irgendwie leben. Ich werde mir morgen Gerd machen. Entweder ich habe noch eine Idee, wie wir da irgendwie ein bisschen Licht hinkriegen. Ich muss mir so eine Stehlampe irgendwo besorgen. Einfach so eine Stehlampe, was so im Wohnzimmer hinstellt. Die könnte man ja eigentlich auch nehmen. Ist ja auch nichts anderes, um das ein bisschen auszuhellen. Na, wir gucken mal, ob wir... Oder manchmal steht am Straßenrand so eine alten DDR-Lampe mit so einem Zuppeln dran. Ihr kennt die Welt, kann ich so ein Ding mal organisieren. Dann können wir das da hinstellen und damit ausleuchten. Das wäre auch mega lustig. Das ist wie so eine Dinger da. Mit diesen Fusseln da dran, die sind geil. Ja, genau. Gut, Freunde. Jetzt aber wirklich... Achso, nee, eine Sache noch. Da könnt ihr auch noch mal bitte in die Kommentare reinschmeißen. Temu hat mich noch mal angeschrieben. Wollt ihr noch mal ein Temu-Video haben oder sagt ihr, nee, genug Temu? Wobei ich aber nicht wieder für den Preis, für die Bezahlung, die ich bekommen habe, würde ich das Video tatsächlich noch nicht nochmal machen. Da müssen die ein bisschen mehr springen lassen. Ich habe aber mich noch nicht getraut, da meine Summe zu nennen, die mir da im Kopf schwebt. Wobei ich gesehen habe, Temu hat auch jetzt so ein komisches, so ein Koffer mit so einem Akku drin, wo du halt dein Handy und sowas aufladen kannst, mit einer dazugehörigen Solarzelle. Das würde ich gerne eigentlich auch mal testen. Ich überlege mich die mal anfrage, ob wir das kriegen können. Weil das wäre für mich auch mal nützlich. Aber mal gucken, ich weiß noch nicht. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mal Bock auf ein Temu-Video habt oder nicht. Eigentlich war es ja ganz witzig. Und ja, jetzt aber wirklich wieder schauen und reingehauen. Jetzt habe ich wieder eine halbe Stunde gesabbelt. Sollte gar nicht so lang werden, das Video. Aber gut, ist halt so. Und dann wisst ihr jetzt erstmal, wie der Fahrplan ist für die nächsten Tage. Den Hänger werde ich euch auch, wenn ich den HP400 habe, werde ich euch den auch noch mal kurz zeigen. Ne, gar keine Frage, dass ihr auch mal kurz gesehen habt, was hier los ist. Und... ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Oder wir sehen uns morgen an Gerd. Oder sehen uns auf dem Teilemarkt. Mal gucken, ob das mit Marius dann auch klappt. Wäre ja auch ganz witzig. Kann ich mir die GoPro hier wieder um die Schulter binden.
Und dann können wir mal ein bisschen ein Teilemarkt-Video mal wieder machen. Ist ja jetzt, glaube ich, fast schon 1,5 Jahre her, wo das letzte Teilemarkt-Video kam. Aber ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, das ist noch so ein bisschen in den Sternen. Wir gucken. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder am nächsten Mal. Bis dahin, ciao mit V. Ich habe es schon 800 Mal gesagt. Tschüssi.